Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Dario Argento ist ein absoluter Kultregisseur, über den man wahrscheinlich nichts mehr sagen muss. Es ist bekannt, dass Argento früher absolute cinematografische Meisterwerke, bahnbrechende Gialli-Thriller und generell Filme abgeliefert hat. Aber es ist wahrscheinlich genauso bekannt, dass die meisten seiner letzten Produktionen nur noch das Wort, ach ja, scheiße waren. Und wenn man so der Meinungen im Internet Glauben schenken kann, ist Dark Glasses nicht unbedingt eine Ausnahme davon. Ein Film, für den man beim Anschauen am besten auch relative Dark Glasses aufsetzt, so dass man den eigentlichen Film nicht mehr sehen muss. Aber während ich jetzt an der Stelle in der Zwischenzeit gerne ein bisschen in die schlechte Wortspielkasse einzahle, freue ich mich natürlich trotzdem, dass selbst wenn Dark Glasses ein Film ist, der nicht mehr auf der Höhe des Meisters ist, vielleicht trotzdem zumindest ansatzweise unterhalten kann. Gesehen habe ich ihn noch nicht, aber das ist ein Missstand, den kann ich natürlich jetzt in Bälde beseitigen, nachdem ich jetzt hier das Mediabook von Pierrot Le Fou habe. Das ist übrigens ein Film, der in zwei verschiedenen Mediabook-Cover-Artworks erschienen ist, wobei eines mehr oder weniger ein sauberes Mediabook ist, das man in sein einfaches Mediabook-Regal stellen kann. Und das zweite Cover, das ich mir dann natürlich besorgt habe, Teil der Pierrot Le Fou Uncut-Reihe ist das. Finde ich, ist tatsächlich vom Label in diesem Fall absolut perfekt durchdacht, weil das mit Sicherheit ein Film ist, den sich sehr viele Agenten Fans in die Sammlung holen werden, die aber nicht zwangsläufig Sammler dieser Reihe sind, und damit die nicht einfach ein spine-nummeriertes Stil-Mediabook im Regal stehen haben müssen, gibt's eben auch eines ohne Branding. Das ist, finde ich, perfekt durchdacht, genauso wie die Tatsache, dass das gebrandete Mediabook in diesem Fall, das in meinen Augen 100.000 mal schönere Cover-Artwork hat. Persönlich gefällt mir dieser rot-schwarze Einheitsgatsch von dem anderen Mediabook überhaupt nicht. Dieses hier hingegen finde ich absolut großartig, weil es einfach sehr, sehr schön gezeichnet ist. Es hat etwas grobere Pinselstriche, aber das Motiv macht, finde ich, trotzdem eine Menge her. Vor allem, weil wir eben hier in der Spiegelung von der Brille den Killer mit dem blutbeschmierten Messer sehen, was, finde ich, eigentlich eine relativ coole, relativ beeindruckende Darstellung ist. Gefällt mir wirklich, wirklich gut, wurde eben auch so wie die anderen Mediabooks aus der Reihe, finde ich, sehr schön gemacht. Dann können wir einmal hier auf das Backcover schauen. Da sehen wir eben die Hauptdarstellerin des Films mit ihren Dark Glasses, beziehungsweise können uns einmal die Inhaltsangabe des Films zu Gemüte führen, beziehungsweise dann eben auch die Informationen rund ums Bonusmaterial. Da gibt es nämlich eine Menge an Specials inklusive einem Audiokommentar mit Professor Dr. Markus Stiegelegger, beziehungsweise sogar eine kurze Videobotschaft von Dario Argento himself. Limitiert ist das Mediabook auf insgesamt 4000 Stück und hier durchnummeriert. Es gab übrigens im eigenen Store von Pierrot Le Fou auch einige Mediabooks mit einem Autogramm von Dario Argento auf dem beiliegenden Poster. Ich habe mir das Mediabook allerdings, weil es ja mit den Versandkosten nach Österreich wirklich, wirklich nicht lukrativ ist, sich einzelne Dinge bei deutschen Kleinanbietern zu holen, hoppala, habe ich mir das Standard-Mediabook hier bei Amazon geholt. Und was ich persönlich absolut genial finde, ist die Tatsache, dass dieses Poster ebenfalls ein gezeichnetes Motiv bietet, das ganz offensichtlich eben im selben Stil ist wie das Cover-Artwork und ein, wie ich finde, absolut wundervolles Motiv bietet. Ganz im Gegenteil, ich persönlich finde sogar, dass dieses Poster-Motiv noch einmal um eine ganze Ecke schöner ist als das Cover-Artwork vom Mediabook, und das wäre, hätte ich natürlich noch einmal lieber als Front-Cover-Artwork gesehen, aber man kann ja nicht alles haben. Es ist zumindest geil, dass es zumindest im Mediabook mit drinnen und mit dabei ist. Wir können uns an der Stelle dann einmal die quasi Innereien von diesem Mediabook zur Brust nehmen. Da finden wir eben auf der linken Seite einerseits die DVD, dann auf der rechten Seite wartet die Blu-ray auf uns. Beide Discs sind in diesem Fall absolut einfach bedruckt, wobei man natürlich in dem Fall von dem Film sagen kann, dass das offensichtlich ein bisschen so diese Sonnenbrillengläser reflektieren könnte, beziehungsweise uns zeigen, was die Hauptdarstellerin in dem Film sieht. Nicht viel, aber es wäre natürlich trotzdem irgendwie ganz nett gewesen, wenn man die Discs mehr gestaltet hätte. Auch die Innenansicht von diesem Mediabook zeigt uns hier zwei helle
Flächen, wobei die eine mein OCD zumindest nicht dadurch beleidigt, dass sie ganz genau exakt unterhalb von der Disk ist. What the fuck? So was ärgert mich irgendwie. Ich weiß nicht, ob das irgendwie die Lichter und Scheinwerfer von diesem Auto darstellen sollen, wobei, na, eigentlich nicht. Für mich ist es einfach wirklich nur relativ ärgerlich, dass das Ganze hier auf der linken Seite nicht symmetrisch zum Tray ist, sondern einfach irgendwie. What were they thinking? An der Stelle, um den Angry Video Game Nerd zu zitieren. Dafür finde ich aber, dass die beiden Motive, die hier hinten bzw. vorne auf dem Booklet abgebildet sind, absolut genial passen als Innendesign von diesem Mediabook. Gerade das ist ein durchaus kräftiges Motiv. Wir bekommen dann eben hier im Inneren einen Text von Stefan Jung, der angereichert ist mit einigen Bildern und Ausschnitten aus dem Film und dabei ein relativ umfangreiches Booklet, muss man sagen, diesmal 24-seitig. Bei einigen anderen Titeln aus der Reihe von Pierrot Le Fou sind die Booklets ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, etwas schmäler bestückt. Aber hier finde ich mit der einfachen Gestaltung, aber trotzdem sehr schön mit den Einzügen, mit den Überschriften, mit den Anmerkungen und so weiter, haben wir dann auch hier tatsächlich eine schöne, abwechslungsreiche Optik. Ich persönlich finde das recht cool, inklusive dann sogar noch einem Interview mit Dario Argento persönlich in diesem Booklet. Ist das eine Sache, finde ich, die Pierrot Le Fou absolut cool gestaltet hat mit den gezeichneten Artworks, wobei ich halt die leeren Discs bzw. das Innendesign des Mediabooks nicht unbedingt großartig finde, ist die gezeichnete Ästhetik vom Poster inklusive aber auch dem Frontcover-Artwork tatsächlich absolut nach meinem Geschmack.